Willkommen zum neuen City Style Guide. Die Street Style ist Fashion on Tour. Stylistin Daisy D bringt die Inspiration von coolen Trendsettern aus aller Welt in deine Heimatstadt. Gemeinsam mit Star-Visagist Mandung Nguyen reist sie durch Deutschland auf der Suche nach Modebegeisterten, die ein spontanes zweistündiges Umstyling für bis zu 350 Euro gewinnen möchten. Also halt die Augen offen, wenn du in deiner Stadt unterwegs bist. Willkommen zu The Street Style, dein City, dein Style. Heute sind wir in München, eine richtige schöne Stadt in Bayern. Und was wollen wir? Wir wollen stylische Leute natürlich entgegenkommen, die Lust haben, eine Umstyling zu bekommen in 2 Stunden. Let's go! Der farbenfrohe Colorblocking-Stylist ist heute unsere Inspiration. Eine Münchnerin kann das Makeover gewinnen. Die Trendsetter aus aller Welt machen es vor, worauf es ankommt. Ich finde, das Wichtigste ist es, dass man immer darauf achtet, sich im eigenen Look auch wirklich wohlzufühlen. Ich suche immer Sachen aus, die meiner Figur schmeicheln, so wie dieses bunte Kleid. Für den richtigen Auftritt sorgen dazu dann hohe Hacken. Die machen groß und man wirkt schlanker. Das kann man immer tragen. Bei mir kommt heute das meiste von günstigen Kaufhausketten. Die Schuhe sind von New Look, Kleid und Lederjacke habe ich von Topshop und dazu diese Vintage-Tragetasche. Heute war mir einfach nach dem Mix aus Vintage und günstig Klamotte. Diese Schuhe sind die einzigen, die ich wirklich gut zu diesem extravaganten bunten Kleid tragen kann. Die Riemen sind mit Steinchen besetzt. Der Rest des Stilettos ist edel in Gold. Für mich das perfekte Accessoire zu diesem Outfit. Grelle Töne und ein Clash aus Farbe machen den Colorblocking-Style zum perfekten Sommerlook. Passend dazu schickt die Sonne schon ein paar warme Strahlen zu Daisy nach München. Die sucht in der Kaufingerstraße noch nach einer spontanen Kandidatin mit 2 Stunden Zeit für ihr ganz persönliches Umstyling. Hi! Oh, was machst du? Ich mache heute Street Style. Hast du Lust mitzumachen? Ja, klar. Kannst du einen nehmen und für diesen Betrag gehen wir jetzt shoppen und natürlich ganze Umstyling. Bitteschön. Okay. Daumen drücken. Bis zu 350 Euro sind drin. 150 Euro, das ist geil. Kommst du mit? Ja, klar. Komm, Minnie Maus, wir gehen. Herzlichen Glückwunsch. 150 Euro Styling-Budget dürfen ausgegeben werden. Hi, ich bin Claudi, bin 20 Jahre alt, mache derzeit eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, wohne seit kurzem in München. München ist meine Stadt, weil alles Gute hier trifft. Man kann geil shoppen gehen, man kann Party machen, es gibt geilsten Clubs und das Geilste, man trifft hier Daisy. Als Daisy auf einmal hinter mir stand, ich wollte eigentlich nur einen Kaffee trinken gehen mit einer Freundin und dann hat sie mich auf einmal überrascht. Es war ein richtig geiles Gefühl. Jetzt, heute, machen wir für dich absolute Colorblocking. Das geht gar nicht so, oder? Also mein Style ist eher bequem, sportlich, lässig. Ich trage meistens halt nur so T-Shirts oder Pullis. Aus bequem und lässig wird heute bunt. Claudia hat hohe Erwartungen an Daisy. Also ich erhoffe mir, dass Daisy aus mir einen ganz neuen Menschen macht. Ich meine, sie hat so einen geilen Style und sie hat schon so viele graue Mäuschen umgestylt und ich hoffe, es macht sie aus mir auch. Claudia. Oh, das sieht gut aus. Super. Ich habe hier 3 Hosen und ich glaube, dass das hier sehr gut passt. Ja. Zu grün, ne? Dass wir Colorblocking richtig treu bleiben. Das Schöne an Colorblocking ist, man kann mit den Farben richtig toll spielen. Ob das jetzt rot, orange, blau, grün ist. Aber man muss nur aufpassen, dass die Materialien natürlich auch zusammenpassen. Wenn man natürlich eine ganz legere Hose hat und da auch eine große roten oder orangene Pulli, dann kann das mal ein richtiger Color Flash werden. Und wir wollen Color Blocking haben, nicht Color Flash. Super, ne? Das nenne ich Color Blocking. Das ist echt hundertprozentig Color Blocking. Grün, blau, rot und gelb. Daisy und Claudia greifen in die Vollen. 4 Teile für knapp 90 Euro haben die zwei in 0, nichts zusammengestellt. Was ich empfinde, ist ein richtiger Glücksmoment. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas tragen kann. Vor allem die vielen Farben, dass das alles zusammenpasst, das ist unglaublich geil. Als letztes Detail fehlen nur noch die richtigen Schuhe. Und die müssen heute besonders extravagant sein, um in dem Farbkick aus Outfit und Accessoires nicht unterzugehen. Daisy kann wieder ihr sicheres Händchen für auffällige Treter unter Beweis stellen. Hallo Claudia, ja. Ich hab die hier. Bist du neugierig? Jetzt bin ich neugierig, ja. Wow! Ich konnte wirklich vor Glück heulen, weil die so geil aussehen. Ich habe noch nie mal neben solche Schuhe getragen. Aber jetzt weiß ich, dass ich solche Schuhe tragen kann. Na, zum Glück passen die heißen Teile auch noch gerade so ins Budget. Also für 150 Euro den ganzen Look hätte ich niemals gedacht. Dass man mit so wenig Geld so geile Klamotten kaufen kann und vor allem, die mir auch wirklich gefallen und zu mir stehen, hätte ich niemals gedacht.
Also bei den Haaren erwarte ich, dass etwas aus mir rausgezaubert wird, was ich nicht erwartet hätte. Einfach was Neues, was mich wieder begeistert, wie der Look einfach was Geiles. Die 20-Jährige ist schon jetzt kaum wieder zu erkennen. Aber da geht noch mehr. 40 Minuten sind ja glücklicherweise noch übrig für Haare und Make-up. Als ich Claudia zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, Colorblocking ist ein richtig geiler Trend. Da gehört Volumen in die Haare, Locken, Glamour, Glanz. Und sie kam halt mit langweiligen Haaren rein und ich dachte mir, das müssen wir sofort ändern. Als erstes haben wir Locken gemacht, danach haben wir die Ansätze toupiert und haben ihren Look einfach mit Glanzspray nochmal verfeinert. Und ich finde, sie hat einfach einen hammergeilen Look, sie hat einen super Style-Look und wir sind einfach happy. Ich bin einer ganz süßen Maus entgegengekommen hier in München und sie habe ich einfach eine Styling gegeben, Color Blocking, also wow. Criss-Cross Colors. Mm. Aber dann für den Make-up lasse ich das alles rüber an dich, meine Make-up-Guru. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal jetzt, weil du so viele Farben verwendet hast, werden wir natürlich im Make-up vielleicht ein bisschen neutraler arbeiten, aber schon noch ein bisschen Power, wow. Sex-Appeal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, sie kennenzulernen. Super. Star-Visagist Mandung übernimmt das letzte Farbtuning. Das Outfit von Claudia ist ja schon wirklich fantastisch. Vor allem sehr farbenfroh, wie der Name schon sagt, Color Blocking, wirklich alle Knallfarben, alle auf einmal. Und dementsprechend sollte ihr Make-up natürlich nicht zu bunt werden, damit das Ganze nicht übersättigt wird. Deswegen habe ich das Augen-Make-up sehr neutral gehalten, mit Braun und Beige und aber auch Schwarz, um das Auge sehr hervorzuheben, aber nicht durch viel Farbe. Unterm Auge habe ich nochmal ein bisschen Blau verwendet, einfach nochmal einen Augenzwinker zum Sakko und die Lippen dagegen sehr sanft gehalten. Die Konturen habe ich bei Claudia extra etwas höher gesetzt, ganz einfach aus dem Grund, damit ihr Look immer perfekter und sexier wird. Und jetzt sieht sie aus, als wäre sie wirklich frisch vom roten Teppich gekommen. Endlich darf auch Claudia ihren Red Carpet Look bewundern. Und jetzt hast du die Chance, dich endlich zu sehen. So, ein Stückchen zurück. Eine Pose einnehmen, die cool ist. Ja, das ist super. Okay, bist du gespannt? Dann mach die Augen auf. Oh mein Gott! Oh Gott! Das sieht so krass aus! Als ich meine Augen geöffnet habe, ich dachte, wer ist das? Bin das wirklich ich? Eine ganz andere Person ist davon. Ich fühle mich herrlich, ich fühle mich so gut. Ich habe mich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr so geil gefühlt. Ich fühle mich glamourös wie eine Diva. Ich fühle mich einfach geil. Schluss mit tristem Weiß und ausgewaschenen Jeans. Daisy hat Claudia ordentlich in Farbe getaucht und die 20-jährige Schönheit so zum absoluten Eyecatcher gemacht. Wünsche werden wahr. Mit dem neuen Look fühle ich mich heute so geil. Ich gehe heute noch feiern. Ich danke dir, Daisy, vielmals, dass du aus mir einen neuen Menschen gemacht hast. Bis dann. Wenn ihr wissen wollt, wo wir sind, in welcher Stadt, dann guckt bitte auf www.viva.tv und vielleicht sind wir nächstes Mal bei dir. Ciao. Seid nächste Woche wieder mit dabei.